Heidi, hau Freunde und willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Im letzten Part wurde getauft. Hey! Wir kennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Auf dass wir auf dem Pfad des Propheten Amen, waren. Amen, Amen, Amen. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser. Amen. Auf dass sie die Luft umso mehr lieben. So, redest du noch weiter mit mir. Amen. Okay. Amen. Amen, kleiner Freund. Amen. So, ich darf nicht auffallen. Ich darf nicht auffallen. Mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Zu auf Dark Souls gespielt, sucht die. Lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Du bist selber dumm, oder was hat er gesagt? Hat er mich gerade beleidigt? Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Amen. Dass es weder Zufall gibt, noch Glück, nur Vorsehung. Sagst du nicht gerade da hinten? Und dass du schaust, ihr göttliches Wirken, erkennest das Überirdische. Amen. Gut. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ja, das stimmt auch. Das stimmt also gut. Auch. Oh. Ich muss das Mädchen finden. Banane! Bier! Cool. Damit können wir unsere Gesundheit auffrischen. Das ist gut. Ich höre da hinten doch schon irgendwas hier. Was geht da ab? Oh! Die Seilbahn! Kann sich langschwingen. Emily und Emil. Ja. Hier möchte ich leben. Hey, Kumpel. Oh nein, Mr. Sieben Goldmünzen, wenn ich mit ihr ich Emil. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Ich möchte dich in mein Zimmer mitnehmen und dann zerquetschen. Deine Nase nehmen und sie in meine Kinn stecken. Was? Ich hab nur übersetzt, das ist die Sprache der Liebe. Freut mich sehr. Hey. Popcorn. Kann ich die runterdrehen? Perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen. War das ein bisschen laut, glaube ich, oder? Oh Mann, immer diese Schwierigkeiten, diese Holly. Machen wir ein bisschen leiser, oder? Ist cool. Danke. Vielen Dank. Danke. Amen. So. Unserer lieben Lady Comstock, unserer geliebten Mutter der Vergebung. Alter, hast du eine Stimme? Wie alt bist du? 8? Gib her! Gib das jetzt her! Gib das! Okay. So nicht, Mann. So nicht. Ich lass nicht mit mir so umgehen. Diese Statue. Oh, ja. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Oh, Göttlichkeit, Mann. Oh. Ich kann nicht. Das ist echt wow. Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Nur Pflichten. Richtig so. Ich sag dir, Sultan Stoll ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Der hat übrigens gerade einen Sticker auf den Rücken geklebt mit Tritt mich. Aber gut, du glaubst mir eh nicht. So. Eine Schätze niemals ein Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage ihm, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal oh, was ist das denn hier? Das Wort des Propheten präsentiert Vater Comstock. Was? Inmitten des Düstesten. Comstock, das ist, klingt sehr falsch. Okay. Sieht der große Prophet hellen Sonnenschein voraus und seht... Was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet. Ende. Schön. Oscar-reifer Film. Fertig sein sollen. Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Was? Wohin zeigt der Feind jetzt? Dahin, gut. Alles klar. Die Columbia. Oh, diese Statue. Sorry. Ich werde ganz durch den Wind, wenn ich das sehe. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Keine Ahnung. Das ist Latein, es heißt. Was heißt es? Oh, ich irre mich auch, ey. Super, scheiße. Jetzt erfahren wir nie, was Vox Solopilia. Vox Populi. Was? Oh Mann, kann man die zwei nicht irgendwie durch ein Mädchen ersetzen? Zwei, voll hier, zwei, nicht... Okay, meine Freundin schaut gerade zu.
So. Du hast einen geilen Schnurrbart. Du auch. Und du erst. Kann man hier Untertitel anmachen? Das wäre schon cool. Audio vielleicht hier? Dialoguntertitel ein! So. Wer ist dieser Typ? Der macht ja einen auf Gott. Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Dankeschön. Amen. Gut, Patriots Pride Columbia Confectionary. Verlosung. Ja, gut. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Mampf, alles weg, das ist noch mehr. Die sehen zwar schlecht aus, sind aber noch gut. Ah. Na, was geht, Jungs? Ich gehe ja schon. Hey. Ich glaube, das ist richtig hier. Oh mein Gott, man muss ja voll Twister spielen. Ups, das ist falsch, wir müssen da lang. Jop, 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 jop. Hier lang, oder? Jawohl. Gut, wir wollen jetzt nicht stören. Das macht echt Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Holt euch das Spiel. Hier kann man sich sicherlich viel entdecken. Was du sagst, mein Freund. Oh. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Populi. Oh, ich lasse sie nicht stören. Ihr redet ruhig weiter. Hey. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Oh. Telegramm für Sie, kleiner Sir. Mann. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum... Nicht die 7710. Okay, alles klar. Gehen nach Moment Island und finde das Mädchen. Nicht irgendein Mädchen, sondern das Mädchen. Habt ihr gehört, Jungs? Das Mädchen wartet auf mich. Auf euch wartet niemand. Ah, guck mal. Was kann man hier so sehen? Einen Jongleur. Interessant. Die Statue. Und ein Bäuerchen. So. Da lang. Guten Tag, mein Freund. Hi. Hallo. Amen. Gut, anscheinend. Ja, hallo. Ja. Ich auch nicht. Das sagt ihr andauernd. Wollen wir reingehen? Ja, geht mal rein. Ist ziemlich kalt hier. Würdet ihr das glauben? Was? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Cool. Ein Schluck. Da seid ihr in der Lage, hey. Die unglaublichsten Taten. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. Die Vox Populi geht um. Wer was macht in Kolumbien, verkaufen zahlreiche Arten nützlicher Güter. Was ein Verkauf hat, was? Möchten Sie Columbia einen Dienst? Ja, bitte, 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 ich will schießen. Ja, weg, Mann. Ich bin jetzt. Oh, da. Oh ja, los, wir knallen alle weg. Alle weg. Gut. Gut. Oh Gott, scheiße. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, pflege ich noch was drauf. Okay. Auf was soll ich schießen? Schütze!
Nicht die Anarchistin, töte nicht die Anarchistin. Bist du ein Anarchist? Oh, erster Platz oder was? Oh, jetzt war ich aufgeregt. Erster Platz! Yeah! So, nehmen wir mit. Das war übrigens meine Hand, meine dritte Hand, die an meinem Rücken wächst. Damit hau ich mir immer auf die Schulter. Was ist das denn? Verkaufsautomat! Oh, die Stille. Oh, das genießen wir jetzt einfach mal. Oh Gott, ist hier viel los in dieser Stadt, aber das macht so viel Spaß! Huh! Bockender Bronco. Bockender. The fuck? Gut, nehmen wir. Ich hab nicht genug Geld, du Idiot. Ja, können wir weiterspielen? Ich würde jetzt am liebsten die ganze Zeit stehen und schießen. Er ist groß, er ist kraftvoll, er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Mann, der hat Angst, hör auf ihn abzuschießen. Oh Mann, der hat Angst, hey! Ganz ruhig, Bronco. Oder wie du heißt. Alles gut. Komm mit. Oder macht er gerade. Oh, bist du hässlich? Ja, du auch. So. Ein Salzautomat. Traurig? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Ich war kurz weg. Ich habe Dinge gesehen. Oh mein Gott. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Ach so, Phonograph. Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit ich bin überfordert, hört auf mich alle von allen Ecken anzusprechen. Ja. Wird Ihnen wir reden überall. Tag, Seemann. Ja. Mit welchem Hafen kommst du denn? Hast du gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ob ich Sex habe? Was? Was möchtest du von mir wissen? Was willst du von mir wissen? Es stürmt gerade im Hafen. Du mich auch, ey. Aber wir müssen da lang. Ich habe eine Schwäche für Eiskrieg. So, hierhin. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Die Verlosung ist überfüllt. Geben Sie her. Ah. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Ah, man kann. Ah, okay. Man kann Dinge jetzt beherrschen. Toll. Drücke rechte Maustaste, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Staunen Sie das achte Weltwunder! Er ist groß, er ist kraftvoll! Mann, der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Kraft ist auch nicht alles. Ja, muss ich noch kontrollieren, oder nicht? Technischen Wunderwerke. Da! Ich will ihn... Ach so, langweilig. Ja. Ihr Platz ist reserviert. Oh, vielen Dank. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Bah. Kopf. Und was bekomme ich? Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Ja, hat ja ziemlich selten geklappt, oder? Was zum Teufel? Alter, was sind das für... Okay. Hey, Kumpel. Was geht? Hier kann ich Salz kaufen. Nein, danke. Geh ich lieber zum Nachbarn. So. N. Ich werde sonst hier verzweifeln. Da um die Ecke durch. Gut. Mein Vorbild?
Nun, Lady Comstock natürlich. Bla bla bla. Das will ich haben. Hier. Damit kann man die Grooves leiden. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Scheiße. Ich würde auch gerne. Du hast kein Salz in mir. Ach, scheiße. Mal alles mit Audio-Log abspielen. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie was so zum klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Ja, yeah, okay, okay. Gut. Sieht echt geil aus, oder? Mann. Genießt es. Bis gleich das Glose. Bis gleich das Glose Gepallele losgeht. Best suchen wir mal. Gut, Freunde. Ich hab da so ein Gefühl. Du hast immer so Gefühle. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt. Und direkt hier am Brunnen. Und mach mir... Oh, Moment. Dann stelle ich mich doch lieber hier hin und ist das hier einfach. Gut. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Bioshock Infinite. Ich hoffe, ihr habt Spaß und, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.